Wir haben als Aufgabe bekommen, einen Triceratops mit Genom 70% zu züchten. Dann schauen wir mal, ob wir das schaffen. Dazu gehen wir im Fossilienzentrum und gucken mal, was wir Triceratops-mäßig hier haben. Naja. 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 Eigentlich gar nichts. Und hier macht wieder jemand Ärger. Ja, so nah warte den Kerl noch nie. So, machen wir hier mal ACU Transport Team. Ah, hier ist auch noch ein Dino. Ja. Und hier mal Ranger-Team und dann Aufgabe hinzufügen und hier. Und hier mal Transport-Team natürlich. Und den lassen wir mal hier frei. So, und jetzt ist wieder alles schön. Jetzt müssen wir hier nur auf Expeditionen wieder gehen, wo wir Triceratops züchten können. Extrahieren Sie im Fossilienzentrum neue DNA, um mindestens 50% als Dinosaurier-Genom zu erhalten. Ja, das muss schon wahrscheinlich so schwierig sein. Haben wir irgendwo den Triceratops alleine? Ja, nicht. USA. Gut. Dann machen wir mal DNA extrahieren hier. Machen wir hier mal ruhig DNA extrahieren. Forschungsziel im Forschungszentrum. Hackenwurm, Parasiten, ja. Wo ist das denn? Da Hackenwurmparasiten. Zu den Fossilen. Schauen, was sie gefunden haben. Machen wir hier alles DNA extrahieren. Boah, der Dinosaurier hier. Ja. So, und Triceratops machen wir natürlich hier nochmal. Hier suchen wir den. Hier. So, und diesen Huagunu Dingsbums. Ich glaube, den verkaufen wir auch. Und wir verkaufen den mit R. Was machen wir aktuell für einen Gewinn? 98.000, ich glaube, da läuft. Ja, 118.000 Dollar durch Ticketverkäufe. Das ist sehr schön. Eine neue Gelegenheit hat sich aufgetan. 500 Dollar Gewinn durch, pro Minute durch Gästeanlagen im Park. Ja, können wir wohl den, ne? Ich hoffe, ich wenigstens. Gästeanlagen. Da können wir hier noch was hinbauen. Weiß nicht. Was wollen die Leute? Ein Hotel oder was? Können hier. Ist ja Gästeanlagen. Bauen wir ein Hotel hin. 48 Dollar von 500. Das ist wirklich nicht viel. Fossile Experimente. Ja. Das machen wir natürlich. Verkaufen. Fossile Exkremente, nicht Experimente. Ja, machen wir hier auch verkaufen. Ja, im Hotel könnt ihr alle reingehen. Für die alle scheiße, oder was? Anzeige anzeigen. Naja.
Könnte vielleicht besser sein, ne? Die Ansicht. Sichtbare Dinosaurier 0. Ja, guck mal, wusste ich ja gar nicht. Da wäre natürlich hier so ein Hotel ganz gut. Vielleicht können wir hier so ein Hotel hinbauen. So, mal gucken wir mal, ob wir hier ein Hotel bauen können. Hallo, ich habe mich gefragt, ob Sie an einem neuen Auftrag interessiert wären. Versuchen wir mal zu machen. Das Wohl unserer Gäste ist beinahe so wichtig wie das Wohl unserer Dinosaurier. Das war nur ein Scherz, oder doch nicht? Verbaut, wir können hier nicht bauen, weil... Ja, was ist das denn? Kann man das irgendwie ebnen oder so? Geht das jetzt? So, hier kann man ja schön das Hotel machen. Futterstation muss aufgefüllt werden. Ja, dann machen wir. Kümmern wir uns. Die Finanzen sehen solide aus. So etwas sehen wir gerne. Ja. Dann schauen wir auch mal, dass welche in diesem Hotel hier reinkommen. Was hier mit Triceratops? Oh, 70%. Da läuft. Sichtbare Dinosaurier 0. Das kann doch gar nicht sein. Ja, weiß ich nicht. Oh, oh, oh. Dinosaurier kann freigelassen werden. Sehr gut. Was ist das denn für eine Mission? Heilen Sie den Triceratops mit dem Ranger-Team. Achso, du bist hier natürlich noch. Oh, hier Tor öffnen natürlich. Damit er hier rausgeht. Ja, sehr schön. Eine Million. Und hier haben wir natürlich ein paar Zaunsdefekt. Wir leben in einer gefährlichen Welt und hier ist es noch schlimmer. Fehlen Sie mit Hilfe des Expeditionszentrums ein Fleischfresser-Fossil. Ja. Machen wir doch. Da haben wir einen Ceratosaurus. So, und dann machen wir hier ACU-Zentrum, dann verkaufen wir den. Ne, Quatsch. Und wir verkaufen den. Ja. Ein vollständiges Genom. Vervollständigen ein vollständiges Genom. Das wird natürlich ein bisschen schwierig. Dann schauen wir nochmal hier mal zu den Fossilen, was wir da so gefunden haben. Sie haben die Missionsziele erreicht und den Sieg errungen. Ja. Nichts anderes hätte ich erwartet. Sehr gut, ne? Ohne außerordentliche Sicherheitsvorkehrungen würde hier nichts funktionieren. Das ist unser Auftrag und Sie haben uns auf Isla Matanceros gezeigt, wie man ihn erfüllt. Sie haben sich diese Belohnung verdient. So sieht das aus, ne? 3 Millionen. Und damit würde ich sagen, bewertet doch mal ruhig den Teil. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.